Hallo meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 15 mit dem Shadowhawk. So, bevor wir weitermachen, noch ein paar kleine Worte zu meinen Settings. Im Moment bin ich umgestiegen von Windows 7 auf Windows 10 und ich bin total unzufrieden. Ich weiß ganz genau, warum ich bei 7 geblieben bin, weil OBS funktioniert scheiße, alles andere funktioniert scheiße und ja, was soll ich von Windows 10 halten, ist einfach scheiße, keine Ahnung. So, zumindest mit meinem System ist das einfach mega doof. So, ich muss jetzt deshalb auch mit Dextery aufnehmen, weil OBS-Aufnahmen irgendwie damit laggen, keine Ahnung warum. So, und ja, wahrscheinlich werde ich irgendwann mal wieder zurück zu Windows 7 kommen und ja, ich hoffe, dass es des Weiteren keine anderen K.O.-Implikationen gibt, ne, in Sachen jetzt Qualität und so, ne, weil ja, keine Ahnung, ist halt jetzt wieder so ein bisschen testen, was ich jetzt hier machen muss. Alles klar, gut, egal, wir machen weiter, und zwar, ich habe jetzt erstmal Noctis wieder in seinen normalen Outfit versetzt und jetzt reden wir mit Iris, so. Der See, von dem Talcott gesprochen hat, muss der Vesperspiegel sein. Ich habe Monika darum gebeten, sich dort umzusehen. Sie meint, dass der Weg dorthin vom Imperium abgesperrt wurde. Bereitet euch also gut vor, bevor ihr fahrt. Iris, lass uns bitte kurz allein. Was? Oh, dann warte ich drinnen auf euch. Aufgabe abgeschlossen, klar, Chef. Jungs, ihr findet das Mithril doch auch ohne mich, habe ich recht? Wie jetzt? Ich würde mich gerne etwas abseilen. Gladio braucht wohl Zeit für sich. Tja, wie soll ich damit umgehen? Tja, ich würde sagen, Gladio, schönen Urlaub wünsche ich dir. Kein Problem. Wir könnten dich eh nicht aufhalten. Du kennst mich einfach viel zu gut. Also, bis dann. 600 EP erhalten. Gladiolus hat die Gruppe verlassen. Herr Jemini, was machen wir denn ohne Gladio? So, was haben wir hier? Ein paar Fotos. So, da Iris, Iris mit Gladio. Naja, naja, naja. Die wurden jetzt alle gerade eben geschossen, WTF. Gut, egal. Ah, Kapitel 7. Drei sind einer zu wenig. Das Boot von König Regis ist schwer beschädigt. Für die Reparaturarbeiten wird ein seltenes Mineral namens Mithril benötigt. Mit den wenigen Anhaltspunkten, die Noctis und seine Gefährten haben, begibt sich die Gruppe zu einer Ruine in imperialem Besatzungsgebiet. Ja, dann schauen wir mal, wa? Schön, schön, schön. Der Wasserfall muss irgendwo hier in der Nähe sein. Talcott meinte, dass er nördlich von hier sei. Das Imperium ist sicher schon dort. Wir müssen vorsichtig sein. So, alles klar, Dreierpack. So, irgendwie, komischerweise, die oben links hat zwar angezeigt, das waren gerade 60 FPS mit der Szene mit Luna Freya. Allerdings sah das optisch überhaupt nicht aus wie 60 FPS. Ich bin mal gespannt, wie das in der Endaufnahme aussieht. Ich denke, das Imperium hat das Gebiet hier abgeriegelt. Sieht nicht aus, als wollten sie uns aufhalten. Ich fürchte, wir werden bereits von jemandem erwartet. Ich ahne auch schon von wem. Langsam habe ich genug von ihm. Kanzler Isonia. Ich werde mich nicht beschweren, wenn er uns reinlässt. Wer weiß, ob er uns auch wieder rauslässt. Außerdem sind wir nur zu dritt. Ich wünschte, General Kor wäre bei uns. Wo ist er überhaupt? Was er wohl gerade macht? Im Gegenzug für ihre Hilfe beim Aufspüren der Königsgräber erledigt er ein paar gefährliche Monster für die Meldatio-Jäger. Wie immer nicht zu stoppen, was? Ja, genau so sieht's aus. So, die Sache ist, ich habe jetzt bei dem Game jetzt aber auch noch Belichtungseffekte und Schatteneffekte einfach auf niedrig gepackt, einfach nur, um ein paar FPS mehr zu haben, denn ja, wenn ich jetzt mit Dextery aufnehme, habe ich irgendwie grundsätzlich ein bisschen weniger FPS und WTF. What the hell? Was haben wir denn hier? Ein Kontrollposten? Holy crap, ja gut. Wollen wir mal gucken, kämpfen? Bin mal gespannt, wie viel FPS ich gleich habe. So, wollen wir mal. So.
Machen wir mal so. Mech, 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 Mech. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Und dann drauf. So, gegen groß ist etwas. Kann man wahrscheinlich auch große Waffe verwenden. Moment, da hier, den Mech. Den will ich nämlich andingsen. Bam! Jawohl! Jetzt aber. Oh ne, Moment. Wir können doch noch was machen. Die Sachen hier kaputt machen. Und sobald das hier kaputt ist, abhauen. Denn, ihr wisst warum. Es macht Boom. So, hat sich aber auch erledigt. Wir sind fertig. So, oh mein Gott. Ich hoffe, unsere Regalia hat davon keinen Schaden genommen. Das Ding ist nämlich genau neben unserer Regalia explodiert. So, und cool zu sehen, wie Nock einfach hier weiter driftet. So, schön. Soll ich machen? Manuelles Fahren, oder nicht? Was sagt der Wetterbericht? Wolkenlos und steigende Temperaturen. Schön. Oh. So, das funktioniert, ne? Ja, wunderbar, alles klar. Ich will meine Regalia ja nicht weiter beschädigen. Oh, das ist eigentlich ein Foto wert. Hm, fotografieren? Ja, Moment, ja? Eine Sekunde. Okay. Fotoshooting am See. Wir fahren einfach mal hier links runter. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Vielleicht müssen wir auch rechts lang fahren. I don't know. Wir fahren einfach mal. Und witzigerweise, wenn wir Offroad fahren, dann... Oh, ich habe das Gefühl, ich fahre gerade gar nicht mehr selbst. Ich glaube, Noctis fährt gerade selber. Ja, ich mache gerade eigentlich so gut wie gar nichts. Ja, witzigerweise vibriert der Controller hier, wenn man hier über diesen Kiesweg oder was auch immer das für ein Weg sein soll, fährt. Aber ja, das sieht gut aus. Übrigens, ich war ja gerade irritiert von dieser Sperre gerade eben. Das liegt daran, weil ich diese ersten 5 Minuten hier gerade schon gesehen habe. Weil ich ja erst mit OBS aufgenommen habe und dann gemerkt habe, oh, okay, die Aufnahme, die ruckelt komplett. Die ist total für den Arsch. Ja, toll. Okay, alles klar. Dann nimmst du das Ganze halt nochmal auf. Das ist mir zum Glück einfach nach 10 Minuten Aufnehmen direkt aufgefallen. Ne? Und zwar, weil ich auf rechts natürlich so eine Vorschau gesehen habe auf einem anderen Bildschirm. Und da hat es halt auch schon dermaßen geruckelt. Da habe ich mir gedacht, okay, das kann in der Endaufnahme auf jeden Fall nicht gesund aussehen. Und ja, sah es dann halt dementsprechend nicht. Und deswegen musste ich halt jetzt ein bisschen umdenken. So, und ich merke gerade, dass meine Allergie die ganze Zeit wieder mir Faxen einen Strich durch die Rechnung machen möchte. Weil die ganze Zeit Schleim irgendwie in meinem Rachen runterläuft. Das ist sehr lecker. Klingt genauso spannend, wie es ist. So, dann wollen wir mal Fotoshooting am See. Das wird, glaube ich, hier ein schönes Foto. Können wir mal ausprobieren, bitte? Fotografieren? Lasst uns hier ein Foto machen. Eine gute Wahl. Also, los geht's. Fotozeit. So, zack. Das Foto ist... Ja, ich mag den Filter einfach nicht. Tut mir leid, ich will nicht mal abspeichern. Das Foto solltest du unbedingt aufheben. Mhm. Sollte ich, definitiv. Meinst du, Gladio kommt bald wieder? Ich weiß ja nicht mal, wo er überhaupt ist. Huch. Haben wir unsere Regale ja doch schon so weit weggeparkt. Ich denke mir gerade, wie weit ist er denn weg? Ist ja schon ein kleiner Step, den man hier laufen muss. Oh, und Moment mal eine Sekunde, da war doch eine Angelstelle, ne? Habe ich die jetzt gerade komplett ignoriert? Ich meine, da war gerade eine. Okay, egal. Wir können ja ohnehin gar nicht mehr in diesem aktuellen Gewässer hier angeln. Oh, warte mal. Habe ich überhaupt gerade momentan einen Chocobos? Nein, habe ich nicht. Dann kaufe ich mir mal wieder für 7 Tage einen Chocobo. Kann nicht verkehrt sein. Und da hinten haben wir noch eine Feuerquelle. Mhm. So, wie wäre es, wenn wir einmal was essen? Das könnte man auch machen. Achso, Lagerkapazität ist erreicht. So, was sind was ist das hier für ein Dings? Ganze für eine Nachricht. So, wir zelten einmal ganz kurz. So, wir müssen uns übrigens auch nochmal ein bisschen FP verteilen. Das ist auch schon mal eine ganze Ecke her. Und oh mein Gott, ich bin gerade... Ich muss gerade erstmal voll gucken, wann haben wir aufgenommen... Wann haben wir angefangen aufzunehmen? Ach stimmt, jetzt habe ich das alljährliche Problem, wollte ich schon sagen. Das Problem, dass ich ja gar nicht weiß, wie lange ich schon im Aufnehmen bin. Okay, sagen wir mal, von hier aus gesehen haben wir wahrscheinlich schon... Haben die so 8 Minuten, schätze ich mal, aufgenommen. Moment, wann muss ich dann jetzt aufhören? Dann. Egal, machen wir einfach von diesem Punkt aus eine halbe Stunde und dann muss das ungefähr passen. Ein bisschen mehr. Dann ist auch gut. So, dann nächstes Mal muss ich mir dann halt vielleicht ein Handy nochmal daneben legen. Scheiße. Oh mein Gott. Egal.
So, was haben wir hier? Klare Schleppsuppe. Wollen wir mal Suppe machen? Oh, guck mal, Nock findet das ja ganz toll hier, das Zeug. So, naja, egal, machen wir das auch. So, dem Chocobo geben wir vielleicht einen Geschwindigkeitsboost, warum auch nicht. So, Ignis, dann bastel uns einfach mal was Schönes, ich bin mal gespannt. Wird sowieso vorzüglich wie immer schmecken, dankeschön. Gucke ich mir aber nicht mehr an, so. Mir geht es ja einfach nur gerade darum, wenigstens wieder irgendwas zu essen. Und hey, ganz interessantes Foto, den Nock mal am Steuer. Das so. Imperium wirft selbst mir viele Rätsel auf. An sich interessantes Bild, interessantes Bild. Unter gewissen Umständen sieht das gar nicht schlecht aus. Ich finde, das sieht echt cool aus, so farblich gesehen. So, eigentlich hat das eigentlich auch was. Also ich meine, das Foto hätte ruhig ein bisschen weiter unten sein können, ne? Von der Perspektive her, aber ansonsten kann man nicht meckern. So, oh. Hab ich gut geschlafen? Ja, das Zelt ist höchst komfortabel. Oh, Noctis hat gestern eines seiner Leibgerichte gegessen. Der Kommandobalken fühlt sich deshalb heute schneller. Schön. Chocobo, auf dich will ich gar nicht aufsitzen. Ich wollte schon weiter mit meinem Fahrzeug fahren. Und hey, schaut euch das an, dieses blöde Unwetter. Achso, Leute, habe ich schon mal erwähnt, dass wir Weltmeister nicht mal ins Achtelfinale gekommen sind? Also, so muss man nicht erwähnen, ne? Also, ja, ist halt ein bisschen schade, sagen wir mal so. Oh. Interessant, ja gut. Du fährst einfach mal bis zur Stelle da hinten weiter. Endlich genug Platz hier hinten. So, schauen wir mal. Und außerdem fährt Ignis sogar. Automatisch, das ist gut. Das ist gut. Ignis ist ganz ohnehin ein bisschen besser von als noch, ne? Oder so. Wie ist das? Yes, yes, yes. So, wir sind auch sofort da. Müsst ihr nicht mehr lange warten, meine lieben Freunde. So, ich habe jetzt letzte Zeit auch fleißig Kommentare wieder zu Final Fantasy 15 bekommen. Ich bin dankbar für jeden eurer Tipps, meine lieben Freunde. Na, wollte ich nur mal gesagt sein, ihr macht manchmal schöne, große, lange Kommentare, sehr ausführlich, detaillierte. Finde ich sau nett von euch. Danke nochmal dafür. Hier geht's nicht weiter. Und schön, dass ihr täglich oder fast täglich dabei seid bei einer Runde FF15 mit mir. Wo, was ist denn jetzt hier? Wo ist das Problem? Ach so, da ist noch eine Sperre. Oh, die, auf die habe ich jetzt gerade gar nicht geschaut. Ist das lästig? So, machen wir zuerst die Soldatenplatt, wa? So, geht mit der Tachyon, mit dem Tachyon-Schwert irgendwie am besten. So, nur, ich glaube, bei dem Großen sollten wir dann vielleicht mal schauen. Vielleicht mit einem Speer oder mit einem Dings. Frage mich, wie das ist bei so Mech-Teilen, ne? Als welche Größe die zählen. Ne? Kann ja sein, dass zum Beispiel der Oberkörper, sag ich mal, des Max, sag ich mal, eher als mittelgroßer Gegner zählt und die Beine als kleine Gegner und die anderen Waffen halt effektiver sind. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Oder ich denke aber eher, dass Square das irgendwie pauschalisiert hat, dass der Mac, sagen wir mal, dem Typus mittelgroßer Gegner oder großer Gegner, wie auch immer, angepasst Lass ist. Ja, genau. Liegen. Also komplett, okay. Jeder Körperteil halt oder jedes Dings halt eben, jedes Teil des Dings. Holla. Oh, Alter, habt ihr gesehen, wie Leute gefahren sind? Heilige Scheiße. Wir können ihn an der nächsten Tankstelle waschen lassen. So, was haben wir hier? Was soll ohne den Meteor nur aus Lestalum werden? Ich mag gar nicht dran denken, wie das wird, wenn uns der Strom ausgeht. Im Radio meinten sie, es gibt keine Engpässe. Ja, okay. Schön. Dann gibt's halt keine Engpässe. Und ich wette, hier kommt voll die Katastrophe in dem Game später. Bis jetzt scheint alles so unscheinbar ruhig zu sein, also relativ meine ich. Oh, irgendwie habe ich das Gefühl, später ja, muss die ganze Welt hier irgendwie drunter leiden. Richtige Katastrophe ist sich am Anbahnen. Ich frage mich, was Gladio gerade macht. Alter, Kokatrizen sind ja mega groß hier. GTF und die sind vor allem noch aggressiv oder was? Willst du mir erzählen? Huch, Basilisk mit der Gruppe mindestens 52.500 Punkte Schaden erzielen. So, okay. Kann man machen. Mit der Gruppe. Heißt das, wir müssen gemeinsam was machen? Keine Ahnung. Wir gehen einfach hier eiskalt drauf. So, ich schätze mal, die zählen zur Kategorie mittelgroße Gegner. Zumindest die Kokatrizen. Prompto, Durchschuss! Bam! Ja, das hat gezwiebelt. Nicht? Nicht? Haha, eher weniger, schätze ich. Naja, ist auch egal.
Wirkung eines Toxins. Ja, ich versuche einfach mal und mein Limit zu benutzen. So. Mache ich auch mit meinem kleinen Schwert, würde ich sagen. Oder doch mit einem Speer, wer weiß. Ja. So, und Exekutive. So, und damit haben wir den Kokatrizen richtig easy peasy erledigt. So, irgendwo kann man hochwarpen, habe ich gesehen. Da, hier. Hier stehe ich gut. So, und dann wieder voll drauf. Okay, Ignis markieren. So, das mit Ignis verstehe ich nicht so ganz. Haben wir das jetzt richtig gemacht? Ich glaube schon, ne? Was ist es? Was denn? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Oh, ja? Da freue ich mich drauf. Kleiner, was? Geflügelreis? Okay, auch nicht gut. Doch, gut. Warte mal, hä? Sie sind vergiftet, kann das sein? So, ist die Vergiftung jetzt langsam auch mal weg. Bei Ignis noch nicht. Aber ich meine, das ist ein Effekt, der einfach so erlischen kann. Hoffen wir es einfach mal, ne? Noch verliert Ignis HP, aber ich denke mal, das ändert sich jetzt gleich. Wieso laufen wir eigentlich? Wir haben Chocobos. Hm. Oh, egal, ne? Ah, genau, der Adi ist hier. Habe ich mir fast gedacht. Großes Wunder. Ja, ja. Oh, meine Herren, ihr hier? Und da ist er auch schon. Kommt mit. Ich bringe euch an den Wachen vorbei. Aden. Keine Sorge. Ich rede mit den Jungs. So, Kinder, auf geht's. Entfernt euch nicht zu weit von mir. Sicher wollt ihr unnötigen Ärger vermeiden. Besonders jetzt, wo ihr nur noch zu dritt seid. Na nun, keine schnippischen Bemerkungen heute. Wir haben dir nichts zu sagen. Treibt euch der Durst nach Wissen über verlorene Zivilisationen her oder doch eher Mithril? Ich glaube, der Typ kann Gedanken lesen. Mithril ist ein äußerst kostbares Mineral. Kein Wunder, dass das Imperium hier niemanden reinlassen will. Und? Gibst du uns jetzt welches? Was? Das habe ich nie gesagt. Na toll, wir brauchen es aber. Ihr müsst es euch schon selbst verdienen. Sonst macht das Ganze doch keinen Spaß. Der Adi, der spielt ja richtig mit uns, regelrecht. Oh ja, jetzt bin ich gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Kleines Sekündchen, bin gleich wieder da. Was macht er denn jetzt bloß? Ah, ist es nicht Aranea? Alles klar, ihr könnt durch. Ist das nicht diese? Ist das nicht die? Aranea? Nein, doch nicht, nein. Na, weiß ich nicht. Ihr wollt also die neuen Rekruten sein. Bereit für mein Spezialtraining? Prinz Noctis, habe ich recht? Nichts sagen. Locker. Ich bin schließlich im Kern noch immer eine Söldnerin. Solange ich bezahlt werde, tue ich so, als wüsste ich nichts. Okay, 2 FP erhalten. Cool, danke. Los, zück die Waffen. Hä? Denkt ihr, ich kämpfe alleine? Ich wurde bezahlt, damit ich euch helfe. Aber ihr müsst schon selbst mit anpacken. Aranea hat sich vorübergehend der Gruppe angeschlossen. Solange sie euch begleitet, kannst du weder angeln, noch den Regalia oder den oder Chocobus benutzen. Jungs, seid nett zu ihr. Commodore Aranea Highwind, darf ich bitten? Diese Ruine lässt sich bei Tage nicht betreten. Wenn ihr rein wollt, müssen wir warten, bis es dunkel ist. Was? Geht nicht? Ich frage mich, was das mal war. Ich laufe jetzt einfach trotzdem mal eiskalt weiter. Nein. Was wohl mit den Bewohnern passiert ist? Geht rein und seht euch mal um. Das geht nur bei Nacht. Egal, Moment, schauen wir mal, was haben wir denn hier? Stalef-Ruine. Die Stalef-Ruine diente der Solheimer Zivilisation als Mausoleum. Die Solheimer beteten erwiesenermaßen das Feuer an, das sie als Symbol des Lebens betrachteten. Historiker führen mittlerweile den gesamten Fortschritt der Zivilisation auf dessen Glauben zurück. Okay, alles klar. So.
So, wie für die Solheimer Feuer der Ursprung allen Lebens war, brachte das Wasser den Tod. So war es nicht der eng mit dem Feuergott in Verbindung stehende Ravatoga, sondern der Vesperspiegel, der als geeigneter Ort für den Bau des Mausoleums auserkoren wurde. Forscher berichteten von zahlreichen Fallen, die vermutlich zur Abwehr von Dieben errichtet wurden. Ganz offensichtlich wurden viele Konstruktionen in ihrer Funktion und ihrem Aussehen vom Wasser beeinflusst. Ihr Studium könnte weitere Aufschlüsse über den Todesglauben der Solheimer liefern. Okay, interessant. Aber zunächst einmal, meine lieben Freunde, würde ich mal sagen, wir machen an diesem Punkt erstmal ein kleines Päuschen. Daher sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Falls das Video gefallen hat, könnt ihr mal gerne ein Abo, Like, Kommentar, was auch immer, worauf ihr Bock habt, da lassen. Ansonsten sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Haut rein und macht euch noch einen schönen geilen Tag. Ciao.